Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Gothic. Ja, richtig. Ich wollte mal gerade was nachgucken. Kann ich das Spiel vielleicht heller stellen? Da. Keine Ahnung, ob das jetzt heller ist. Ich habe irgendwie gerade nicht so. In seine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Solange ich damit nichts zu tun habe. Das sind nur die Dinger, was hier hinaus, wo man durchgehen kann. Wie oft habe ich euch Pennern gesagt, rennt nicht durch meine Hütte! Hast du recht. Ganz ruhig, Bruder. Was ist dein Problem? Mann, lass mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut habe. Bau deine Hütte nicht an den Graben, haben sie gesagt. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Als ich vor ein paar Tagen aus der Mine wiederkam, hatte ich eine zweite Tür. Diese Schweine. Ich hasse sie, ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie hasse. Jetzt rennt jeder durch meine Hütte. Jeder Arsch. Man muss eben aufpassen, was man rumerzählt. Das hätte er wissen können. Ist so der typische Satz, der bei Gothic ja eh kommt. Ich meine, bau dein Haus nicht an den Graben. Was ist dein Problem? Ich drehe durch. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Erstmal abwarten, es wird nichts zu haben. So, wen haben wir denn hier noch so? Butler, Jesse, Pinkman. Wie sieht's aus? Neu hier, was? Du solltest wissen, dass man sich hier besser nicht mit den Gardisten anlegt. Wenn sie Schutzgeld wollen, zahlst du besser. Sonst hast du bald das halbe Lager gegen dich. Ach, Schwarm. Schlimmeres. Herrick! Hast du mit Döner oder was? Ja, das ist ja super. Alter, also der Dealer. Boah. Warte doch mal. Ich hab gehört, du hast dich mit Bloodwin unterhalten. Warum? Was willst du? Fand ich echt gut von dir, dass du dich geweigert hast, ihm Schutzgeld zu zahlen. Das heißt, wir anderen müssen deinen Teil mitbezahlen. Ich werde dafür sorgen, dass du dich daran erinnerst, wenn er dich das nächste Mal fragt. Junge! Hallo, ich bin friedlich! Nimm die Waffe runter! Er hat ihn fertig gemacht! Noch einmal und du kannst was erleben! Was ist das denn? Ich will doch nicht... Ah, diese Steuerung! Meine verfickte Fresse! So, hier, kannst du nicht einmal mit mir reden? Danke! Junge, 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 ey, ich raste hier noch aus! Wegen dieser Steuerung. Wirklich? Warte doch mal. Das heißt, ich werde... Nimm die Waffe. Ein Kampf. Er hat ihn fertig gemacht. Noch einmal und du kannst was erleben. Warte doch mal. Ich werde... Scheiß verkackte Miststeuerung, ne? Ist einfach da. Ich raste aus. Ich raste echt aus. Kluges. Warte doch. Ich werde. Er hat ihn fertig gemacht. Noch einmal und du kannst was erleben. Warte doch mal. Warte doch mal. Halt doch mal kurz deine Fresse, bitte. Ah, ein Kampf. Hey, du. Ich hab zum... Was wäre... Im
muss noch mit jemand anderem geredet haben. So viel habe ich mitgekriegt. Also pass auf dich auf. Ja. Steck die Waffe weg! So kann man doch keine scheiß Kämpfe gewinnen, ganz ehrlich mal. Oh! Der bewegt sich mit 0 DPI. Null! Steck die Waffe weg! Steck endlich die Scheißwaffe weg! Nimm die Waffe rum. Nimm. Du rennst nicht weg, du kleine Mistgeburt-Gewichsfigur, ey. Komm, steck das Ding. Also ich bin nicht schneller mit ohne Waffe in der Hand. Das ist natürlich realistisch, dieses Spiel. Es ist klar, es ist super. Ja, nee, ist klar. Die Waffe weg. Weg mit der Waffe. Solange ich damit nichts zu tun habe. Dein Glück, aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Hey, du! Du bist doch der Typ, der hier im Lager aufgenommen werden will. Und wenn es so wäre? Ich könnte dir dabei helfen. Und wie? Draußen vorm Lager sitzen zwei Typen rum, von denen einer die Erzbarone bestohlen hat. Es ist ein wertvolles Amulett, das mit dem letzten Konvoi gekommen sein sollte. Einer von ihnen müsste das Amulett noch haben. Wenn wir beide auf sie draufgehen, schaffen wir sie. Alleine kann ich's nicht machen. Was sagst du? Okay. Ich bin dabei. Gut. Sag Bescheid, sobald wir losgehen können. Erstmal fragen. Wie ist das Leben hier so? Ganz ruhig. Solange du dein Schutzgeld an die Gardisten bezahlst. Wenn du meinst. Was muss ich machen, wenn ich in diesem Lager aufgenommen werden will? Also zuerst mal wirst du Schatten. Dazu musst du einen Fürsprecher finden. Jemand, der dir alles erklärt und für dich einsteht. Ich an deiner Stelle würde mich direkt an Diego halten. Habe ich auch gemacht. Der ist ganz in Ordnung. Er stellt dir die Prüfung des Vertrauens. Die sieht bei jedem anders aus. Dann gibt's noch einige kleinere Aufgaben von anderen Schatten. Wenn du die gelöst hast, bist du dabei. Lass uns lieber über was anderes reden. Was ist deine Prüfung des Vertrauens? Das kann ich dir nicht sagen, Mann. Über solche Dinge musst du hier schweigen. Okay. Ich bin bereit, mit dir zu gehen. Lass uns das Amulett holen. Gut. Dann wollen wir mal. Jetzt mal was futtern. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Wenn du meinst. Ich speichere mal auch lieber. Das geht ja zum Glück fix hier. Wenn man nicht gerade neues Spiel lernen macht. So. Der Typ hier? Oder die beiden? So. Hier sind wir. Schön weit weg von deinem Freund Diego. Ich soll dir schöne Grüße von Bloodwing bestellen. Na wunderbar. Ganz ehrlich, ich habe kaum Rüstung, nix, ey. Und die hauen mir da hier schon einen auf die Fräse. Bleib hier, du Feigling. Komm zurück, du Feigling. Du Penner wolltest mir also nur eine Falle stellen. Hey Mann, wir spielen beide dasselbe Spiel. Ich habe auch keine Lust, in den Minen buddeln zu gehen. Also werde ich tun, was mir die Gardisten sagen, dann werde ich hier bald aufgenommen. Dass ich ausgerechnet dir aufs Maul hauen sollte, hast du dir im Grunde selber zuzuschreiben. Warum legst du dich auch mit den Gardisten an? Persönlich habe ich nichts gegen dich. Also was ist, Frieden oder weiterprügeln? Frieden klingt gut.
Freut mich, dass du das Ganze durch meine Augen sehen kannst. Die Sache ist vergessen. Ab jetzt bin ich auf deiner Seite. Wenn du nochmal Ärger haben solltest, kannst du auf mich zählen. Schließlich schulde ich dir was. Ich weiß nicht. Hallo, willst du wieder Ärger? Ich weiß gerade wirklich nicht, ob ich hier nicht was schlagen will. Einfach so aus Spaß. Oh, das... Junge. Ist alles in diesem Spiel gerade beschissen. Lagerfeuer. Suchst du wieder Streit? Was machst du hier draußen? Ich will meine Ruhe haben, also zisch ab. Mhm. Warum? Versuch das nicht nochmal.